Ja, hallo und recht herzlich willkommen bei den Special Deal News. Es ist ein Wahnsinn. Ich bin da auf Sommerfrische und deswegen möchte ich heute eigentlich nicht viel machen, sondern meine Assistentin Siri sprechen lassen. Aber ich bin im Wohnwagen. Hier wollte ich eigentlich schöne Urlaubskrise ausrichten. Aber es ist ein Wahnsinn. Jetzt hat es gerade geschüttet. Jetzt wird es eh wieder schön. Und vor allem jetzt merke ich gerade, es tropft in meinen Wohnwagen rein. Das ist ein Skandal. Schau, das siehst du, wie das da tropft? Das ist ein Wahnsinn. Dem wäre nichts zahlen. Naja, also ihr seht, ich habe halt wirklich andere Sorgen, als mich um die Special Deal News zu kümmern. Ich weiß, es ist 12 Uhr und die Glocke läutet, aber ich muss schauen, dass ich jetzt meinen Wohnwagen dicht kriege. Siri, geh bitte, übernimm du das heute für mich. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Hallo Max, vielen Dank für deine Einleitung. Natürlich übernehme ich an dieser Stelle sehr gerne. Am liebsten würde ich bei dieser Affenhitze auch baden gehen. Aber euch geht es doch bestimmt genauso. Ihr sitzt im Büro, zu Hause vor dem Fernseher oder seid gerade im Auto unterwegs und wisst nicht, was ihr gegen diese Hitze machen sollt. Ein saftiges Schnitzel, eine Pizza mit viel Käse oder ein riesiger Haufen Nudeln? Genau das Richtige für die heißen Temperaturen? Also, wenn man darauf steht, noch mehr zu schwitzen, viel trinken, für Durchzug in den eigenen 4 Wänden sorgen oder einfach mal kalt duschen. Das hilft alles, lässt euch das warme Wetter aber leider nicht vergessen. Ein Sprung ins kühle Nass tut euch gut. Deshalb haben wir von Special Deal eine neue Pauschalenkategorie hinzugefügt. Und zwar Baden. Hier findet ihr alle Deals an den wunderschönsten Seen im Special Deal-Land. Wie beispielsweise der Weißen See in Kärnten, oder der Aachensee für den perfekten Familienurlaub, bis hin zum Wörthersee, dem Witt unter den Seen. Und so einfach geht es, wählt in der Special Deal Suche die Pauschalenkategorie Baden aus und erhaltet die perfekten Deals für euren Sommerurlaub. So Max, das wäre es von meiner Seite aus gewesen. Ich hänge mich jetzt auch wieder ans Ladegerät. Wir sehen uns hoffentlich wieder in 2 Wochen. Der Mundl hat gesagt, na Arschlöcher sind das. Das ist ein Skandal. Natürlich habe ich schon eine Bikini-Figur. Wie soll ich auch mit diesem Bauch in einen Badeanzug passen?